Was zeigt dieses Bild? Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes? Amtsgericht, der Bundesverfassungsgericht. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? Der französische Staatspräsident François Mitterrand und der deutsche Bund. Was ist bei Bundestags- und Landtagswahlen in Deutschland erlaubt? Welchen Minister, welche Ministerin hat Schleswig-Holstein nicht? In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zu. Punkt. Was bedeutet Volkssouveränität? Alle Staatsgewalt geht vom Punkt. Was bedeutet im Jahr 1989 in Deutschland das Wort Montagsdemo? Warum gibt es die 5%-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie. Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen. Der Punkt. Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in Punkt. Was verbietet das deutsche Grundgesetz? In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler? Klaus Schenk Graf von Stauffenberg wurde bekannt durch Punkt. Wann waren die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht? Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt. Punkt. Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland? Welches Wappen gehört zum Bundesland Schleswig-Holstein? In Deutschland sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet, Jugendliche, die 14 Jahre und älter sind und gegen Strafgesetze verstoßen, Punkt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenzen von heute seit Punkt. Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie Punkt. Was braucht man in Deutschland für eine Ehescheidung? Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man Punkt. Von 1961 bis 1989 war, was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern und Wahlhelferinnen in Deutschland? Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland Punkt. Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom Punkt. In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter, eine Richterin? Für die Punkt. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange die Stunde Null? Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland gehören die neuen Bundesländer nun auch Punkt.